Home Sweet Home oder Home Smart Home heißt es ja heute. Viele reden darüber, aber worüber die wenigsten reden, das ist die digitale Sicherheit meines Zuhauses. Man sollte aber darüber reden, sagt einer, der es wissen muss, und das ist Marco, Sicherheitsexperte bei Kaspersky. Marco, schön, dass du hier bist. Hallo. Hallo, Robin. So, und jetzt erzähl mir mal, warum es aus deiner Sicht, aus eurer Erfahrung vor allem auch, so wichtig ist, auch das Smart Home unter Sicherheitsaspekten zu betrachten. Das Problem ist, das sind alles Computer, die alle verbunden sind und potenziell ausgenutzt werden von Kriminellen. So, das sagt jetzt ihr, ja, weil ihr Sicherheitsexperten seid, aber wird es auch gemacht, also jetzt außerhalb so eine kleine Szene, die mal testet etc., ist das schon eine echte Bedrohung, die man ernst nehmen muss? Leider ja. Okay. Das Problem ist, es gab letztens erst den Fall von einem Schadprogramm, was auf Webcams gegangen ist. Sich dort installiert hat und ausgenutzt wurde für Angriffe gegen Dritte. Okay. Und natürlich gibt es auch schon wahnsinnig viele Beispiele aus dem direkten Smart-Home-Bereich, wo eben Unbefugte sich Zutritt einfach verschafft haben. Okay, das heißt also jetzt nochmal dieses Beispiel mit den Webcams. Jemand hat sich quasi auf eine Webcam, die ich aus Sicherheitsgründen bei mir zu Hause aufhänge, Zugriff verschafft und konnte mir nicht nur zugucken bei den privaten Dingen, die ich daheim tue, sondern auch das System nutzen dafür, um andere wieder anzugreifen. Das ist ja echt krass, sage ich jetzt mal. Leider gang und gäbe. Ich meine, es ist ein Computer und ein Computer kann für sowas ausgenutzt werden. Da ist eine Webcam nicht viel anders als jetzt mein Smartphone oder mein PC, den ich zu Hause stehen habe, leider. Okay, gut. Genau das ist das Problem. Okay, also so Dinge passieren schon. Jetzt dieses andere, sozusagen Zugriff zu meinem Zuhause verschaffen. Da gibt es ja auch ein Beispiel, wo man dann echt mal, ich sag mal, mit den Ohren schlackert, wenn man es hört. Ne? Ja, das war ein Fall, wo dieses Schloss mit einem Sprachkommandosystem verbunden also war. Also so ein elektronisches, digitales Schloss, kann man sagen, genau. Ne? An der Haustür. Man braucht halt einfach keinen Schlüssel mehr, sondern kann über bestimmte andere Methoden ran. Und das war eben mit einem Sprachsystem. Mhm. Und da ist einfach der Nachbar, als der Besitzer von diesem Haus nicht zu Hause gewesen ist, kurz hin, hat gesagt, bitte öffne die Tür. Und ist dann einfach ins Haus reingekommen. Obwohl er nicht dazu berechtigt war, etc. Also hätte das die Hackerszene schon zu dem Zeitpunkt gewusst, hätte jeder Einbrecher eigentlich da reinlatschen können. Effektiv genau das. Okay, Wahnsinn. Jetzt ist natürlich die Frage, was tue ich als normaler Haus-Smart-Home-Besitzer? Bin ich der Sache komplett restlos ausgeliefert oder kann ich schon ein paar Dinge tun? Man kann selbst was tun. Einerseits ganz wichtig, darauf achten, dass man Firmware-Updates installiert. Wenn die Funktion nicht zur Verfügung steht, sollte man vielleicht von dem Gerät Abstand nehmen. Mhm. Ganz wichtig natürlich, Benutzername, Passwort, das Passwort ändern. Und zwar nicht in 1, 2, 3, oder? Genau das, sondern es sollte wirklich ein komplexes Passwort sein und niemals das Standardpasswort lassen. Und natürlich auch ganz wichtig, den Zugriff restriktieren. Heißt einfach, die Webcam nicht einfach direkt ins Internet lassen und den Zugriff gewähren, sondern einfach wirklich einen guten Router. Die haben meistens Firewalls implementiert. Dazwischen schalten, dass nicht jeder auf die Webcam kommt. Ja, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben und was ja auch in allen Haushalten eigentlich steht, ist ein Desktop-Laptop und auch ein Smartphone. Sollte ich die auch schützen, idealerweise mit Sicherheitssoftware von Kaspersky? Weil das sind ja auch Komponenten, die, wenn sie kompromittiert sind, Zugriff verschaffen. Also auch da muss ich doch drauf gucken, oder? Unbedingt, unbedingt. Wenn ich dort halt meine Apps zum Beispiel habe, um dann meinen Smart Home zu regulieren und fernzuwarten, muss ich genau die auch schützen, dass eben Kriminelle, die PC, mein Smartphone angreifen, nicht darüber dann in mein Smart Home kommen. Habe ich eine Chance, mich trotzdem daheim sicher zu fühlen, wenn ich die Dinge tue? Es ist dann auf jeden Fall sicherer. Okay, das smarte Zuhause bringt also auch Verantwortung mit sich. Aber ich bin davon überzeugt, man muss keine Furcht haben, wenn man die Tipps, wie sie jetzt beispielsweise von Marco kamen, beachtet. Wichtig ist, lassen Sie die digitale Haustür nicht offen stehen, denn bei der normalen Haustür tun Sie es ja auch nicht. Marco, vielen Dank dafür. Danke auch.